Noch stehen die Schaustellerfahrzeuge auf dem Platz. Es wird überall noch aufgebaut und geputzt und geschrubbt. Aber der Pfingstmarkt in Frankenberg startet pünktlich wie immer am Freitag mit dem Marsch in den Listbach. Moin! Das können Sie. Ja, Max Wagner, es ist wieder Pfingstmarkt. Wir haben uns für heute mal verabredet. Wir bummeln im Moment so ein bisschen über die Fläche. Das ist ja vollgestellt, es geht nicht mehr. Das sieht im Moment etwas chaotisch aus. Ja, aber das, ich sage immer, das ist Tetris für große Jungs. Und wir haben im Vorfeld natürlich alles sehr, sehr gut geplant. Und Sie haben absolut recht, der Pfingstmarkt ist dieses Jahr so vollgestellt, so habe ich zumindest auch den Eindruck, wie noch nie. Wir haben natürlich wieder, oder Sie haben, muss man ja an der Stelle sagen, super Attraktionen besorgt. Ja. Im Programm, wer es mag, kann es dann morgen auf Internetradio lesen, Ballonblühen. Wir haben super Fahrgeschäfte, die es bisher hier in Frankenberg noch nicht gab. Immer wieder was Neues und trotzdem Tradition. Das heißt, auch der Krammarkt ist wieder dabei. Ja, der Pfingstmarkt steht ja auf mehreren Säulen, hat ein sehr, sehr breites Fundament und das macht den Pfingstmarkt halt aus. Wir haben die super tollen Fahrgeschäfte, spektakulär, wenn man, ich weiß nicht, ob man es von hier sieht, den Airwolf da vorne um die Ecke, eine absolute Looping-Maschine, das Riesenrad, die Berg- und Talbahn, den Breakdance, Kinderachterbahn, Wasserbahn, Kinderfahrgeschäfte, also eigentlich für jeden was dabei. Wir haben auch Laufgeschäfte hier, das Pirates Adventure, ein super tolles, top thematisiertes Laufgeschäft mit verschiedenen animatronischen Attraktionen im Inneren. Wir haben den Marktstand, dort findet man von Gewürzen, Hosenträgern, Pfannen oder auch Keramik, einfach alles. Also da bleibt kein Herzenswunsch offen und gastronomisch sind wir sehr, sehr stark. Wir haben das Ballonglühen, das Feuerwerk, die Tierschau. Also Sie merken es, ich kann jetzt noch weitere Minuten hier von den Attraktionen auf den Pfingstmarkt berichten. Hier ist für jeden was dabei und hier ist auch jeder herzlich willkommen. Ja, Thomas Weber, Airwolf. Die Älteren unter uns erinnern sich an die Fernsehserie Airwolf mit einem speziellen Hubschrauber. Genau. Ist das so in dieser Richtung hier? Nein, eigentlich gar nicht. Das hat ja eigentlich nur was, der Name Airwolf hat ja was mit Fliegen zu tun. Naja, und hier wird ja nun auch geflogen. Ne? Und aus dem Grunde halt Airwolf. Ne? Aber es ist ja kein Hubschrauber. Ne? Nein, ist aber eine sehr mächtige Maschine. Genau. Ein Mammutkarussell. Mammutkarussell, die ja auch ziemliche Logistik braucht, ne? Von Transport und Aufbau und so weiter. Schon ein Riesenaufwand. Und ich sag mal, wenn Frankenberg nicht mit so vielen Besuchern gesegnet wäre zu der Pfingstkirmes, würde es sich eigentlich nicht unbedingt lohnen. Aber ich sage mal, hier kann man einen ganz guten Schnitt erzielen durch lange Öffnungszeiten. Und da hat man viele Stunden, wo man halt auch dann dementsprechend vielleicht das Geld verdienen kann. Verdienen muss, also das kann man auch muss, sagen, denn die brauchen ein bisschen mehr als so eine 9 Volt Batterie an Strom zum Beispiel, nehme ich an. Auch dieses natürlich, unsere gestiegenen Energiekosten, da setzen uns auch natürlich alle sehr zu. Und natürlich die Spritkosten, das weiß jeder. Ne? Und wir brauchen 6 Schwertransporter, um dieses Geschäft von A nach B zu bewegen. Naja, und dann kann sich jeder ausrechnen, was man denn, wenn man da mal 300, 400 Kilometer durch die Lande fahren muss, wir dann auch alles so verbrauchen. Ne? Wenn man so eine Maschine heute neu kaufen würde, was müsste man dafür auf den Tisch des Hauses legen? Also Angebot gibt es. Es gibt ja auch noch die Herstellerfirma in den Niederlanden. Also das liegt zurzeit bei 3,2 Millionen Euro. 2 Millionen? 3,2 Millionen Euro. Ja. Das heißt, die müssen auch verdient werden. Ja, nach Abzug der Steuern und nach allem dem, ne, was ja alles so auch als Geschäftsmann so leisten. Sie sind das erste Mal in Frankenberg mit Ihrer mit der Anlage, ja. Anlage? Ja, wir waren mit anderen Geschäften schon hier. Ja, wir haben auch die Erfahrung in Frankenberg? Ja, deswegen sind wir wiedergekommen. Ne? Ich sage, sehr viele Besucher
Und da freuen wir uns schon drauf. Ne? Super, selber, vielen Dank. Danke auch. Gut. Ja, Robert Bormann hier vom Libertyville, vom Kunstmarkt Frankenberg, erfahrener Schausteller, oder? Ja, wir kommen schon etwas länger nach Frankenberg. Mein Bruder wurde sogar 1978 hier geboren, am Feuerwerkstag. Und wir haben traditionell das Riesenrad mitgebracht, unser Libertyville. Das steht jetzt, glaube ich, schon zum 6. oder 7. Mal hier auf dem Frankenberger Pfingstmarkt. Und wir freuen uns jedes Jahr mit dabei zu sein. Jetzt ist das ja im Gegensatz zu 78, haben sich die Riesenräder ja etwas verändert, oder? Ja gut, das ist jetzt in unserem Betrieb ist das aktuell die Anlage Nummer 4. Und wir haben ja 1950, das erste war noch mit Holz. Dann kam die zweite Anlage, die war dann mit einem Drahtseilantrieb, mit Gittermasten. Und dann ging das halt immer mehr in die Moderne. Und das Libertyville ist ja seit 1990 bei uns im Betrieb. Und auch das ist mittlerweile, sag ich mal, schon etwas älter. Aber von der Technik her hat sich in den letzten Jahren wenig geändert. Außer, dass es jetzt auch Riesenräder gibt, die man bei der Montagezeit etwas moderner ausgestattet hat. Aber ansonsten ist das alles noch gleich. Und wie hoch? Und welcher Höhe? Und welchen Durchmesser reden wir hier? Also, unser Libertyville hat eine Gesamthöhe von 38 Meter, hat einen Raddurchmesser von 35,50 Meter, verfügt über 26 Fahrgastgondeln, in der 6 Personen Platz halten. Und das Ganze hoffentlich von Freitag bis Montag immer gut gefüllt. Ja gut, wir spielen ja hier bis Dienstag, den Dienstag nehmen wir natürlich gerne noch mit und wir hoffen natürlich auf schönes Wetter und auf freundliche, zahlreiche Besucher. Ja, wenn die erfahrenen Pfingstmarkt-Beschicker sind, dann wissen wir, ein Tag muss reden sein, das ist kein Pfingstmarkt. Ja, wir haben da aber, glaube ich, dann den Donnerstagabend ausgesucht, wenn der Bürgermeister kommt. Gut, vielen Dank. Dankeschön. Ja, Michael Zimmermann, schnellste Karussell Deutschland. Hier stellen wir vor, sieht im Moment noch nicht ganz so aus, aber in 2 Tagen wird das wohl so sein. Ne? Richtig. Schnellste Karussellfahrt Europas, nicht nur Europas. Deutschlands. Was ist ja. Das für eine Karussellfahrt? Das ist ein Typ Orbiter Karussell von einem englischen Hersteller und ja, das beschleunigt bis auf maximal 5G. Das heißt, Herzschrittmacher sollte man ja, nicht unbedingt genau. Einsteigen. Ja, Schwangere natürlich nicht. Zu viel Alkohol auch nicht, und auch nicht gut. Aber wie gesagt, da gibt es Hinweisschilder, was man nicht machen sollte oder womit man nicht, wenn man eingeschränkt ist. Wie gesagt, Herzschrittmacher ist natürlich nicht empfehlenswert, das ist klar. Aber es ist ein Familienkarussell, das nicht über Kopf dreht. Ja, das ist eigentlich eine angenehme Fahrt. Und, ja, thematisiert, das Ganze nennt sich Fast and the Furious, ja, der Filmreihe. Fast ist es. Ja, wie gesagt. Ob's Furious wird nicht an den Fahrgästen. Bitte? Ob es furious wird, liegt an den Fahrgästen, wenn die Angst haben. Bei uns heißt das Ganze, dass wir sind das gute Laune Karussell. Das Karussell mit der guten Laune. Wie viele Fahrgäste können wir aufnehmen bei einer Fahrt? 36. Mhm. Und die Fahrt 18 dauert Gondeln. 2 Minuten? Nee, die Fahrt die variiert zwischen 3 und 4 Minuten. Oh, das ist doch lang. Aber ja. Wie kommt man dazu, schnellste Karussell Europas im Schlaf zu nehmen? Wie kommt man dazu? Ja. Und man wollte den Leuten mal was Actionreiches bieten. Ja. Ja, vorher haben wir andere Sachen noch, andere Attraktionen gehabt. Ein Kettenkarussell, was 30 Meter nach oben fährt. Und hier war jetzt mal der Gedanke, was kann man noch bieten, was höher, schneller, wilder. Ja, es ist ja heute so, dass die jungen Leute viele tolle Sachen erleben möchten. Und so haben wir uns entschieden. Sind Sie das erste Mal in Frankenberg auf dem Pfingstmarkt? Ja, wir sind das erste Mal hier. Wir kommen gerade aus Köln, angereist. Das ist der 444. und in der Regel so 250.000, 280.000 Besucher. So das, ist doch nett. Zahlen, ne? Das ist doch nett. Und wenn da jeder Zehnte vom Pferd sind wir zufrieden. Ach, wir werden uns im Laufe des Marktes doch das ein oder andere mal sehen. Und vielleicht finde ich auch jemand, der bereit ist, so eine kleine Dashcam sich umzuschneiden, damit man mal sieht, wie fast and furious die Fahrt ist. Sie können sich das vorab schon auf YouTube anschauen. Wenn Sie da drauf gehen, da gibt es viele Videos von bei Fast and Furious Karussell oder Zimmermann, Krämer, da kann man sich schon einiges von anschauen. Also das ist schon das ein oder andere Mal. Auch mit unter anderem in Berlin, da war dann der Bruce Danell am Karussell, hat sich das angeschaut. Aber er hatte nicht den Mumm nachher dann doch mitzufahren. Er hat es von draußen angeschaut.
Aber wie gesagt, gibt es Videos, kann man vorab schon anschauen. Wer neugierig ist und nicht bis Freitag warten möchte. Ich weiß ja nicht, wann das ausgestrahlt wird, was sie hier aufnehmen. Ja. Und wie gesagt, vorbeikommen, ausprobieren, erleben.